Ich entschuldige mich im Nachhinein bei allen, die sich durch meine Sendung beleidigt, bedroht oder verletzt fühlen. Ich weiß, mit uns bösen Medienmachern und der Lügenpresse versteht ihr überhaupt keinen Spaß. Alles Hetze. Und lieber sollten Bücherverbrennungen toleriert werden, statt sich dem System unterzuordnen oder freie Meinungen zu akzeptieren. Ich versuche, über eure Worte nachzudenken und euch zu verstehen. Wenn ihr ein offenes Ohr zum Reden braucht, bin ich immer für euch da.